Heute schon gewirbt oder Nüsse geknackt? Denn dann hättet ihr heute schon genau unser Thema getroffen. Die Hebelgesetze. Ja, die Hebelgesetze sind schon ziemlich wichtig im Alltag. Denn die erklären so einige Dinge. Zum Beispiel, warum ein Kran am hinteren Ende immer noch ein paar Betonklötze draufgepackt hat. Klar, damit er nicht umfällt. Aber was für eine Physik steckt dahinter? Schauen wir uns dazu mal eine Wippe an. Links auf die Wippe stellen wir mal Jan und rechts darauf seinen Kumpel Mark Robin. Jan wiegt 90 Kilo, Muskelmasse wiegt ja, sein Kumpel aber nur 70 Kilo. Wie müssen sie sich jetzt hinsetzen, damit die Wippe im Gleichgewicht bleibt? Dazu definieren wir mal den Angelpunkt unserer Wippe. Hier sitzt die Wippe auf. Auf unserer Wippe gilt jetzt immer folgendes Gesetz. F Jan mal L Jan gleich F Mark Robin mal L Mark Robin. Das ist einfach so. Warum das so ist, erklären wir in einem anderen Video, das wir euch am Ende verlinken. Hier bleiben wir der Einfachheit halber mal bei dieser Formel. Schauen wir uns mal alle Größen an. Dazu definieren wir den sogenannten Angriffspunkt. Jede der beiden Personen übt eine Kraft auf die Wippe aus. Die Punkte, an denen die Kräfte ansetzen, werden Angriffspunkte genannt. Hier grün markiert. Und die Längen L sind jeweils der Abstand des Angriffspunktes bis zum Angelpunkt. Rechnen wir am besten mal ein Beispiel, dann wird es klarer. Jan setzen wir 2 Meter vom Angelpunkt weg auf die Wippe. Also ist L gleich 2 Meter. Wo müssen wir jetzt Mark Robin hinsetzen, damit die Wippe im Gleichgewicht bleibt? Wir suchen also L Mark Robin. Fehlen noch die jeweiligen Kräfte. Beide werden von der Erde angezogen. Damit drückt die Gravitationskraft auf die Wippe. Die Kraft von Jan sind dann F gleich 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat mal 90 Kilogramm gleich 883 Newton. Mark Robin wird eine Kraft von F gleich 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 70 Kilogramm gleich 687 Newton ausüben. Bleibt noch die Frage, wo die Kraft von Mark Robin ansetzen muss. Jetzt kommt unser Hebelgesetz. Stellen wir es mal nach L Mark Robin um. Einfach durch F Mark Robin teilen. Gibt dann L Mark Robin ist gleich F Jan mal L Jan durch F Mark Robin. Jetzt setzen wir alles ein und rechnen es aus. Das ergibt dann 2,57 Meter. Da muss sich also der leichtere Mark Robin hinsetzen, damit auf der Wippe Gleichgewicht herrscht. Ist doch ganz in Ordnung. Einfach die Kraft wissen und den Angriffspunkt und schon kann man damit abgehen wie Schmitz Katz. Die Wippe war ein sogenannter zweiarmiger Hebel. Hier sind die beiden Angriffspunkte immer auf verschiedenen Seiten des Angelpunkts. Es gibt aber noch den einarmigen Hebel. Hier sind die Angriffspunkte auf der gleichen Seite des Angelpunktes. Ein Nussknacker ist ein gutes Beispiel dafür. Jetzt kommt das Schöne. Das Hebelgesetz gilt immer noch, auch wenn die Angriffspunkte auf der gleichen Seite sind. Setzen wir einfach mal eine Nuss mit ihrem Angriffspunkt 1 cm vom Angelpunkt entfernt hin. Wir drücken jetzt mal im Abstand von 10 cm hinten mit 100 Newton den Nussknacker zusammen. Welche Kraft wirkt jetzt auf die Nuss? Das berechnen wir jetzt wieder mit der Formel. Links sind nochmal alle gegebenen Werte aufgelistet. Einfach wieder die Formel umstellen. Diesmal ist F1, also die Kraft, die vorne an der Nuss wirkt, gesucht. Setzen mal alles ein und bekommen 1000 Newton raus. Diese Kraft wirkt jetzt auf die Nuss. Krass, oder? Wir drücken hinten mit 100 Newton, aber durch den Hebel drückt eine Kraft von 1000 Newton auf die Nuss. Nur durch so ein paar Zentimeter. So bekommt man auch einen Gullideckel aus der Straße. Die sind ja sackschwer. Also stellt man vorne einen Holzblock auf. Da legt man ein Stahlrohr drüber und relativ nah beim Bock eine Schlaufe, die man durch den Gullideckel zieht. Und hinten kann man nun anheben und muss nicht das schwere Ding tragen. Funktioniert wie der Nussknacker. Außen eine kleine Kraft ergibt innen eine große Kraft. Oder als Formel geschrieben F1 mal L1 gleich F2 mal L2. Wobei die beiden Kräfte jeweils an den Angriffspunkten wirken. Die sind hier grün markiert. Und unser L ist die Distanz zwischen den Angriffspunkten und dem Angelpunkt. Das müsst ihr euch merken. Mehr nicht. Jetzt wisst ihr auch, warum auf so einem Kran hinten die Steine drauf sind. Nicht, weil im Steinbruch kein Platz mehr dafür ist, sondern als Gegengewicht, damit der Kran nicht nach vorne umfällt. Und wie viel man da dann draufladen muss, damit er nicht nach vorne kippt, könnt ihr jetzt berechnen.